Was geht ab, meine Freunde? Ich melde mich wieder zurück und zwar gerade hier aus meinem Oma-Haus raus. Ganz, ganz oben auf dem Dachboden wohne ich hier gerade. Ich bereite meine nächste Surfreise vor. Wie ihr schon seht, ein paar Surfbretter liegen hier schon. Also diesmal führt es uns nach Fuerteventura auf die Kanarischen Inseln. Es ist wirklich nicht einfach, mit so viel Gepäck zu reisen. Wir haben 3 Surfbretter hier drin, dann noch eine große Tasche, die wir schon aufgegeben haben und noch 2 Taschen. Mit dabei meine Wenigkeit und Nicole, mein süßer Engel. Sag hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Meine Güte. Eieiei. Ja, so sieht das aus. Viel Gepäck, viele Bretter dabei. Aber auf geht's zur Unterkunft. Achso ja, und herzlich willkommen auf Fuerteventura, einer vulkanischen Insel. Ist einfach wunderbar. Seht ihr, wie heiß das hier ist? Traumhaft. Oh, meine lieben Freunde, es ist soweit. Heute ist Surftag. Es geht an den Strand, ab an den North Shore. El Hierro werden wir rippen. Und ich habe das Board von Nicole und von mir hier in unsere Surfboard-Tasche getan. Ich habe leider nur so eine riesige Tasche dabei. Und wie ihr wisst, wir sind ja mit Bikes unterwegs, alles ökologisch, grün und gut. Deswegen muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich diese Surfboard-Tasche auf dem Fahrrad rumkutschiere. Und ich bin selbst auch gespannt, wie das sein wird, ob ich noch lebend ankomme am Strand. Aber nee, Quatsch. Ich habe es schon mal so ein bisschen ausgetüftelt gestern. Ich glaube, ich muss so jetzt gleich über die ganze Schotterpiste fahren, damit wir da auch gut ankommen. Meint ihr, das klappt? Okay, jetzt in die Kurve ist natürlich extra eine Aufforderung. Yay! Yeah. Nicole und ich fast angekommen jetzt hier am North Shore. Einfach so, das soll mal jemand durchgehen lassen. Aufgeschnallt. Oh, oh. Ach du meine Güte, das ist immer noch eine krasse Fahrt, yo. Aber wir sind jetzt da. Und es sind bombastische Wellen. Endlich am Strand angekommen. Und für heute, dadurch, dass die Wellen schon auf jeden Fall über Kopf hoch sind, werde ich hier mein kleines Step-Up-Baby benutzen. 6-1er Roundtail-Modell. Stretch. 3. Ne, ganz, ganz wichtig, weil die halten uns in der Linie, wenn wir Kurven fahren. Splash, Smash. Wow, das ganze Wasser aus der Welle rausjagen und die Welle so richtig schön bearbeiten. Damit dann hier auch ordentlich Grip hat. Also, wie gesagt, ich benutze Sax Wax. Beste, was mir Grip und Sicherheit in den Wellen gibt, wenn ich die dann shredde. Es geht los, der Bär tanzt, glaube ich. Ey, wir sind hier wirklich in so einer Steinwüste und gerade auf dem Weg zum Strand El Hierro North Shore von Fuerteventura, meine lieben Freunde. Und ich habe mein Board dabei, eines meiner Lieblingsboards im Moment, 6-1er, hat ungefähr 30 Liter. Nicole ist back, Rafa ist back. Und man kann jetzt auch schon das Meer sehen.
Und hier ist Bajo Medio. Nicole macht ein paar Fotos. Das ein Board habe ich ja geschrottet, wie ihr gesehen habt. Jetzt ein neues am Start. Und zwar hier der Electric L. Ein bisschen anders. Diesmal ein 511er Modell. Hatten wir schnell ins Wasser gehüpft. Wir sind hier immer noch in Coralejo bei Muelle, heißt der Surfspot. Vielen, vielen lieben Dank an Nicole für das ganze gute Film. In dicke, dicke Wellen scheppern rein. Es hat Spaß gemacht. Hier mein kleines Baby hat seinen Zweck erfüllt. Es war ein bisschen holprig, sind ein bisschen zu wenig Liter, ein bisschen zu kleines Brett für solch große Wellen. Aber mein anderes habe ich ja leider zerschrottet, deswegen kann man nichts machen. Jetzt erstmal was essen. Es geht wieder nach Hause und es war mir eine Riesenfreude. Wow! Surfurlaub ist damit vorbei. Ich lehne mich zurück. Wir fliegen wir nach Portugal und zwar geht es jetzt Pinienflug. In diesem Sinne, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert den Kanal, damit ihr auch in den nächsten Videos immer auf neuestem Stand seid. In diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Juhu.